keine Ruhe rein. Jetzt wird's richtig ernst hier. Oh nein. Wo entlang, Laura? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir müssen Richtung Norden. Na super. Da lang? Was denn? Wo sind wir? Wir müssen falsch abgebogen sein. Na toll. Was? Was? Entschuldigung, was? Ich wusste doch gar nicht, was ich jetzt machen soll eigentlich. Was? Okay, dann sind wir halt jetzt gestorben. Was auch immer das jetzt darstellen sollte. Ich wusste ja gar nicht, was ich jetzt machen soll. Entschuldigung, dass das gerade so... Also auch dieser Kampf gegen die Viecher jetzt gerade ein bisschen mies war, dass ich bloß auf Bronze gekommen bin. Aber ich musste mich gerade aufnahmetechnisch mal um was kümmern hier noch nebenbei. Deswegen habe ich das jetzt gerade verkackt an der einen Stelle. Und naja, wenn dann zwischendurch immer diese Timing-Geschichten erscheinen, dann verkacke ich es ja sowieso meistens beim ersten Mal, weil ich das immer zu spät mitkriege, dass ich erstmal noch einen Moment warten müsste. Ja, ansonsten probieren wir es jetzt einfach nochmal. Eine kurze Bemerkung noch zu Billy vorhin, als er diese, was auch immer er da genommen hat, ich nehme an, es war eine Handgranate, was er da an sich genommen hat von Decaf. Ich dachte erst, es sollte eine Dose darstellen und Billy sieht das Ding und entschließt sich dann dazu, mit der Dose zu entkommen, um dann Geld zu machen. Aber offenbar, ich meine, es sah irgendwie so handgranatenmäßig aus, deswegen denke ich mal, er hat sich irgendwas anderes dabei gedacht. Nur so zur Erklärung, warum ich vorhin gesagt habe, ach, die Dose. So, jetzt aber, neuer Versuch, wir werden überleben. Los geht's! Na super, dann schauen wir jetzt aber erstmal hier. Nee, nach links wollen wir nicht. Dann gehen wir auch da lang. Los! Oh Mist, sie wird doch falsch abgebogen, oder was? Und jetzt? Wo lang? Wo lang? Gibt's irgendeinen Hinweis? Keine Ahnung. Mist! Die Leitung ist nicht anhalten! Oh Gott! Das ist Wasser! Ich fühle mich geringfügig unter Stress gesetzt. Wo lang, Laura? Ich weiß nicht, Jerry. Wir sind mindestens 10 Meter unter der Erde. Ich weiß nicht, wo wir sind. Naja, wir können hier nicht herumsetzen und Däumchen drehen. Ich höre sie nicht mehr. Vielleicht war es Territorialverhalten. Und wir sind weit genug weg vom Nest und sie haben uns aufgegeben. Vielleicht haben wir sie abgehängt. Aber wir sind nicht gerade an einem sicheren Ort. Wo entlang, Doc? Hey, hier drüben. Können Sie die lesen? Möglich, wenn ich... Ja, okay. Wir sind an einer Kreuzung mit 4 Gängen. Es gibt nur diese 4 auf dem Plan. Ich muss nur schnell die Symbole entschlüsseln. Okay, wir müssen einfach herausfinden, an welcher Kreuzung wir uns befinden. Wir müssen in den Gängen charakteristische Merkmale suchen. Dann kann ich Möglichkeiten ausschließen. Oh ja, super. Unbedingt. Ganz toll. Vielleicht kann ich mit den Plänen helfen. Sieht ziemlich einfach aus. Ja, total. Okay, schauen wir erstmal. Was haben wir denn da? Moment, das wollte ich doch noch gar nicht. Zurück. Wie kann ich denn hier zurückgehen? Ich habe einfach nicht genug Details, um eine Entscheidung zu treffen. Ja, gut. Ich wollte doch noch gar nicht mich für irgendwas entscheiden. Okay, wir müssen mal schauen. Wir müssen irgendwie auf die Rohre schauen, wahrscheinlich. Oh Gott. Hier sind die verschiedenen angesetzt, die ganzen einzelnen Teile. Moment. Wir haben 3, die nach unten zeigen bei diesem Kreisdingens hier, was auch immer das darstellen soll. Ansonsten haben wir hier keinen Lüftungsschacht und hier sind jeweils Lüftungsschächte, okay. Also, oder Ventilatoren. Wir müssen also auf die achten und auf das Kreisrunde, was auch immer das darstellen soll. Ansonsten haben wir hier am Ende bei der T-Kreuzung auch nochmal sowas, wo wir drauf achten müssen. Okay, dann schauen wir auf die 3 Sachen, mal schauen, ob wir das hinkriegen vielleicht. So,
Jetzt müssen wir bloß noch die richtigen Stellen finden. Oh, ich sehe mittlerweile ganz schlecht, weil bei mir das Licht hier rumkommt. Das Mittagslicht oder Nachmittagslicht, was auch immer. Der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Aha. Gut, dass du das siehst. Ich sehe nicht viel. Was kannst du denn machen hier? Ah, so ist schon besser. Das sind zwei Leitern auf der linken Seite des Tunnels. Aha. Der Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Gerade und rechts ab, links ist was. Auf der rechten Seite sind zwei elektrische Salzkästen oder sowas. Gut. Schauen wir nochmal, ich will mal kurz auf die Karte schauen. Knickt rechts ab, rechts sind zwei Schaltkästen. Das heißt, wir sind bei diesem Gang. Wir können den hier unten schon mal ausschließen, denn ich nehme an, diese Dinger werden die Schaltkästen sein, die viereckigen. In Ordnung. Oder? Kann das auch irgendwas anderes sein? Ich glaube nicht, oder? Das eine sind ja jeweils immer Sackgassen. Okay. Weiterschauen. So, du bitte auch mal deine Flare anmachen. Okay, was haben wir denn da hinten? Der Gang scheint rechtwinklig auf einen anderen zu stoßen. Okay. Am Ende des Gangs sind irgendwelche Wasserspeicher. Sehr gut, das wollte ich doch wissen. Auf der rechten Seite ist eine Leiter, ganz hinten an der Wand auch. Okay, so, Moment, dann will ich nochmal schauen. Ist alles nicht so einfach. So, das war jetzt also das mit der T-Kreuzung. Es geht um Wasserspeicher. Also kommen noch die beiden in Frage. Ja, Leitern haben wir bei beidem. Das heißt, wir müssen jetzt noch diesen Gang hier untersuchen. Wobei, nee, Moment. Sekunde, bin ich jetzt gerade irgendwie durcheinander gekommen? Wir haben das überprüft. Das ist bei beiden. Diese Schaltkasten. Dann haben wir noch hier überprüft. Das ist auch bei beiden. Die Leitungen, die Rohre verlaufen gleich. Die sind ein bisschen versetzt hier hinten, die Verteilerkästen. Kann das sein? Was ist da ansonsten noch anders bei denen? Hier drüben ist noch was. Ich glaube, es ist der hier oben. Aber ich schau noch mal. Wenn es der hier oben ist, muss der Verteilerkasten in diesem endenden Gang ganz am Ende sein. Ich guck mal. So, Billy, du bist dran. Hast du... Ja, du hast auch. Natürlich hast du auch. Okay. Den Korridor runter sind auf der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Das ist schon mal... Aber die stehen nicht am Ende, kann das sein? Da ist eine Leiter am Ende des Ganges. Der Tunnel hier endet nach ein paar Metern in der Sackgasse. Ja gut, das wusste ich ja schon. Diese Wasserspeicher stehen nicht ganz am Ende. Das heißt, eigentlich muss es sich um den hier handeln. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn es nicht klappt, sterben wir halt wahrscheinlich. Aber gut, mal sehen. Wir könnten hier sein. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Wir nehmen den jetzt einfach. Okay. Wir könnten hier sein. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Was sagt mir das jetzt? Kann ich jetzt irgendwie... Die Gänge müssen untersucht werden. Die Symbole da sind Zugangsleitern. Die breiten Linien stehen für große Rohre. Die Kreise sind Wasserspeicher. Die Kasten mit den Kreuzen drin sind Stromrelais oder Trafos. Hilft uns das? Das allein nicht. Aber die verschiedenen Kreuzungen scheinen leichte Unterschiede im Aufbau aufzuweisen. Ja, soweit nichts Neues, das haben wir schon mitgekriegt. Was muss ich denn jetzt machen? Heißt das jetzt, dass das nicht das Richtige war, oder wie? Ich muss wissen, was Sie in den Gängen erkennen können. Beschreiben Sie es so detailliert wie möglich. Ja, das haben wir jetzt schon gemacht. Ach so, hier. Okay. Können wir denn jetzt einfach sagen, wir gehen jetzt da und da lang, oder wie läuft das denn hier? Ich verstehe das gerade nicht. Ich kann ja auch gar nichts auswählen außer der Karte. Sei denn, ich kann jetzt nochmal... Nee, kann ich nicht. Okay. Gut, dann klicken wir einfach mal ein anderes an. Keine Ahnung. Wie hier scheint ein Versuch wert. Wenn Sie meinen... Ja, was denn nun? Was soll ich denn jetzt... soll ich irgendwie hier bei denen sagen, hier gehen wir lang, oder was? Nee. Aber irgendwas... Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Sorry. Wo sind wir? Ja, ja. Aber niemand hat hier irgendwie eine Option, dass wir jetzt losgehen. Kann das sein? Alles okay, Nima. Wonach muss ich suchen? Hey, Jim. Alles klar zwischen uns?
Kommen Sie doch her, Joder, und finden Sie es raus. Ja, den Trick kenne ich. Mensch, das war ja schon richtig gehend freundlich gerade, ist ja unglaublich. Okay, mit den Rohren, die waren ja, glaube ich, überall gleich, da können wir auch nicht gucken. Was soll ich denn dann jetzt machen? Ich kann doch nicht... Soll ich alle ankreuzen, oder was? Die haben wir ja eigentlich schon ausgeschlossen. Also der sowieso, mit dem Wasserspeicher hier an der Seite und, ja, der auch, weil hier kein Stromkasten... Moment, war der Stromkasten? Der war doch rechts an der Ecke und nicht links, ne? Ich guck nochmal kurz. Das war, glaube ich, bei Nima. Ja, genau, der ist rechts. Dann haben wir hier im hinteren Bereich den Wasserspeicher. Und wir haben bei Billy hier vorne den Wasserspeicher. Da ist eine Leiter am Ende des Ganges. Geht doch einfach die Leiter hoch. Warum ist das denn keine Option für euch? So, was soll ich denn jetzt? Sagt mal an hier. Das ist ja... Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ehrlich. Ich kann die auch bloß auswählen und dann ist aber... Ja. Die hier scheint einen Versuch wert. Wenn Sie meinen... Ach, Jess, ich hasse dich. Was soll ich denn sonst machen? Was meinst du, Jess? Die wahrscheinlich nicht? Ja, glaube ich auch nicht. Ach so, ich soll die ausschließen, dann sagt mir das doch. Ich werde die hier jetzt streichen. Okay, ich hoffe, Sie haben recht. Okay, warum denn nicht gleich so? Dann streichen wir die auch noch? Ich glaube nicht, dass es die ist. Wie können Sie sie auseinanderhalten? Okay, alle mal zuhören. Ich glaube, ich hab's. Okay. Sind Sie sicher? Nein, nicht wirklich, aber egal. Ganz sicher. Ja, natürlich. Am da Scheideweg abgeschlossen. Sein. Die einzige Kreuzung, die genau unserer Umgebung entspricht. Puh. Okay, wir sind hier. Die Entsalzungsanlage ist da. Es ist nicht mehr weit. Nein. Oh je. Wir folgen dieser Route. An Abzweigung folgen wir den Wasserrohren in die Richtung, in die sie zusammenfließen. Wir müssen uns diese Route merken. Na spitze. Was ist los? Spitze! Lauf, Leute, lauf! Oh shit! Sie haben Angst vor der Leuchtfackel! Na los, Billy! Scheuch sie weg! So, und noch einer, den kriegen wir auch noch. Natürlich, so, geschafft. Jetzt lauft. Na los, hoch mit dir und jetzt weg. Lauft um euer Leben. Ah, na super. Oh. Na, was da wohl mit Jesse passiert ist? Getrennt, abgeschlossen.